Der Fiat 500, der berühmte Cinquecento, ein absolutes Kultauto. Ich glaube, das ist eines der beliebtesten Autos im Straßenverkehr. Jeder freut sich, wenn er so einen 500er sieht. Das liegt einfach an diesen netten Formen, an diesem netten Wesen, das dieses Auto ausstrahlt. Und wer hätte je gedacht, dass der Kultknops das modernste Auto mal von Fiat sein wird. 1957 ging ja die erste Generation an den Start, der 500er, der Klassiker, der kleine 2007, dann der neue Cinquecento, der ja heute noch gebaut wird und jetzt die dritte Generation, der 500e. Auf den ersten Blick sieht er fast so aus wie der alte, aber eben nur auf den ersten Blick. Ein komplett neues Auto, neue Plattform, 96% der Teile sind neu und er hat auch zugelegt. Ungefähr 5 bis 6 cm jeweils in der Länge, in der Breite und in der Höhe. Man kann also sagen, der kleine 500er ist mal richtig erwachsen geworden. Und wenn man sich den 500er eben also näher anguckt, dann sieht man, was italienisches Design so alles kann. Der sieht sehr schick, sehr modern aus und trotzdem hat er sich noch diesen ursprünglichen Charme vom Cinquecento erhalten. Was fällt als erstes auf? Natürlich hier vorne die Scheinwerfer, das sind voll LEDs und das dürfte so ziemlich einmalig sein, dieser Designkniff. Wir haben hier eine umlaufende Haubenfuge wie beim ersten 500er. Das ist heutzutage, glaube ich, ziemlich einmalig, vor allen Dingen dieser Designkniff, dass die Haubenfuge hier die Scheinwerfer teilt. Zwischen den Scheinwerfern die dicke, bullige Haube und hier vorne nicht mehr das Marken-, sondern das 500er Logo, was wir auch hinten an der C-Säule finden. Und hier als Reminiszenz an den ersten 500er die Blinklichter, mega cool, genauso wie das neue Felgendesign. Am Heck dann hier der große neue Fiat-Schriftzug. Und hier im 500er Zeichen ist dann auch gleich das E mit drin. Die dritte Generation gibt es nur als Elektroauto in drei Karosserievarianten, als Limousine, so wie er hier da steht. Natürlich als Cabrio und als 3 plus 1. Sprich, er hat hier an der Seite eine dritte Tür, die sogenannte Magic-Tür, damit zum Beispiel die Kinder schneller ein- und aussteigen können. 3,62 Meter ist er nur lang oder kurz, damit ist er über 43 cm kürzer als zum Beispiel ein Polo, also perfekt für die Stadt. Und mir fallen im Moment nicht viele Stadtautos ein, die irgendwie schöner oder hübscher sind als der Cinquecento. Habt ihr das gehört jetzt hier beim Losfahren? Da ertönt so im Hintergrund ganz dezent eine Melodie, die ist aus dem Film Amarcord von Fellini, das Jahr 73, da habe ich extra nachgeschaut. Die soll dem Fahrer wahrscheinlich sagen, dass er hier nicht in irgendeinem Elektroauto sitzt, sondern in einem italienischen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie die Filmmelodie demnächst austauschen gegen den Jubel nach dem Elfmeterschießen im EM-Finale. Schauen wir uns gleich mal den Innenraum an, weil den haben sie auch richtig aufgefrischt. All brand new. Du hast natürlich als erstes, was dir hier auffällt, ist richtig viel Platz. In die Breite, nach vorne, nach oben. Also diese 5 cm in jede Richtung spürst du hier wirklich. Also du fühlst dich 0,0 eingeengt. Kein Vergleich zum allerersten 500er von 57. Schön, was die Beinfreiheit hinten auf der Rückbank angeht, da sieht es ein bisschen mau aus, aber dafür hast du vorne umso mehr Platz. Die Sitze sind übrigens auch mega bequem, die sind groß, die sind breit und das Design hier vom Armaturenbrett, das ist wirklich klasse. Also es sieht für mich wirklich nach Premium aus, das sieht für mich nicht nach einem Kleinwagen aus. Was mir gut gefällt, ist hier diese Bassimitation, dann es gibt noch viele Schalter, natürlich hier unten für die Schaltung, aber auch hier zum Beispiel für die Klimaanlage. Hier haben wir das 10-25 Zoll Display, hier digitale Anzeige, ganz im Stil vom alten Tacho, natürlich ein Rundinstrument. Also du findest hier wirklich viele schöne Ideen und viele liebevolle Details, wie zum Beispiel auch hier die Türöffner, jetzt elektronisch. Aber mein Lieblingsgimmick, das ist hier vorne, ich weiß nicht, wer es von euch erkennt, das ist die Skyline von Turin. Und da sind sie bei Fiat sehr stolz drauf, das sieht man hier, der wird wieder in Turin in Mirafiori gebaut. Das kann man auch hier zum Beispiel in den Türgriffen lesen. Und dass Fiat hier so viel Wert auf jedes Detail legt,
das soll dem Fahrer eines Cinquecento wahrscheinlich sagen, dass sein Auto, das er sich hier gekauft hat, mit ganz viel Liebe gebaut worden ist, mit ganz viel italienischer Passione. Aber es geht hier in dieser Bella Macchina nicht nur um Schönheit und schöne Details, es geht hier natürlich auch um Sicherheit. Wir sind hier in der Version La Prima unterwegs, das ist sozusagen die Oberklasse des 500er E. Und da ist alles an Assistenz und Fahrsystemen drin, was du so heute verlangst. Nämlich hier zum Beispiel eine Spurhalteassistenz, du hast einen Notbremsassistenten, du hast einen Abstandstempomat, du hast eine Fernlichtautomatik, du hast eine Radfahrer- und Fußgängererkennung, eine Rückfahrkamera und so weiter. Vorne unter der Haube, da haben wir hier natürlich den Elektromotor. Früher beim Klassiker saß da ganz klar der Kofferraum. Den Motor hier vom E, den gibt es in zwei Varianten. Einmal mit 90 PS und 23 kWh und so wie hier in der Top-Version mit 118 PS und 42 kWh. Sprich, du hast dann auch unterschiedliche Reichweiten, die schauen wir uns gleich nochmal an. Dieser Motor ist aber wirklich super, hier die 118 PS, da hast du in jeder Situation ausreichend Kraft und Power zur Verfügung und er geht wirklich gut nach vorne, wenn du mal drauf drückst. Da kann man sich in der Stadt gut durchwuseln, aber auch ansonsten so im Umland, wenn du unterwegs bist, mal schnell überholen musst. Da ist ausreichend Power da. 3,1 auf 50 und 8,6 auf 100 ist mal eine Ansage für so ein Auto hier. Da beschleunigst du zum Beispiel schneller als ein 1,5 TSI Golf. Die große Frage bei jedem Elektroauto ist natürlich immer die Reichweite. Es gibt ja viele Leute, die leiden unter Reichweitenangst, aber die müssen sich hier in diesem Auto keine Sorgen machen. Laut WLTP beträgt die 315 Kilometer. Laut Fiat soll man unter Idealbedingungen sogar 321 in der Stadt noch mehr erreichen können. Also ich halte jetzt mal realistisch im Mix mit Stadt- und Landstraße und vielleicht ein bisschen Autobahn, so um die 250, 260. Ich finde, das ist absolut okay, denn meinem Verständnis nach sollte ein Elektroauto in erster Linie für die Stadt konzipiert sein. Das ist natürlich das ideale Einsatzgebiet, sprich es sollte nicht zu groß, nicht zu schwer sein und dann reicht auch eine Reichweite von 250, 260 Kilometer. Da kannst du auch am Wochenende mal rausfahren in die Umgebung, mal die Bekannten besuchen. Das ist absolut perfekt. Du kannst aber auch hier mit dem Elektro-Cinquecento gerne längere Strecken fahren, denn nach 35 Minuten an der Schnellladestation ist er schon wieder zu 80% aufgeladen und dann geht die Reise weiter. Hast du einen normalen Wechselstrom, je nach Stärke, zwischen 4 und 15 Stunden dauert es dann, wenn du zu Hause den alten guten Schuko-Stecker benutzt. Und du hast hier natürlich nicht nur mit deiner Fahrweise, sondern auch mit deinem Fahrmodus Einfluss auf die Reichweite. Es gibt drei Fahrmodi. Da haben wir zum einen normal, da sind wir jetzt gerade unterwegs, da verbrauchst du am meisten. Dann gibt es den Fahrmodus Range. Wenn du da vom Gas gehst, dann rekuperiert er sehr stark und bremst dich gleich mit runter. Sprich, hier kannst du im One-Pedal-Modus fahren. Und wenn dann wirklich nur noch ganz, ganz wenig Saft im Akku sein sollte, dann gehst du am besten auf Sherpa. Sherpa ist sozusagen die Funktion, die dich nach Hause trägt. Da wird die Leistung stark reduziert. Du darfst auch nicht schneller als 80 fahren, aber dafür hast du dann ein Maximum an Reichweite. Aber natürlich mit 80 auf die Dauer wird es auch ein bisschen langweilig. Aber dafür hast du ja den Nervenkitzel, ob es noch zur nächsten Ladestation reicht oder nicht. Und der Unterschied zwischen normal und Sherpa, also wenn es wirklich darauf ankommt, in der Reichweite, der kann bis zu 30, 40 Kilometer betragen. Also wenn es wirklich mal knapp werden sollte, wenn keine Ladestation in der Nähe ist, dann schnell auf Sherpa gehen und dann trägt der Cinquecento dich bis zum nächsten Stecker. Aber jetzt kommen wir zu einem echten Cinquecento-Profi, zum Karl-Heinz. Und der kennt sich wirklich super aus, weil der seit 44 Jahren fast täglich ein 500er fährt. Karl-Heinz, erstmal riesen Glückwunsch zu diesem Auto. Sensationell, ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man früher mit so einem Auto unterwegs war. Wie lange hast du den denn jetzt? Ja, den habe ich jetzt genau 44 Jahre. 44 Jahre? 44 Jahre. Ist das denn dein allererstes Auto oder hattest du davor was anderes? Ja, nein, das war mein allererstes Auto. Tatsächlich habe ich damals für 350 D-Mark gekauft. Das Interessante war, ich habe das Auto vorher nie gesehen. Das hat plötzlich mein Vater nach Hause gebracht. Also er sagt, Karl-Heinz, das ist jetzt ein neues Auto. Genau. Den musst du nehmen. Erzähl mal, wie viel PS hat der, wie viel Kubik, wie schnell kann der fahren? Ja, das Auto hat
500 Kubik, deswegen heißt er auch Fiat 500. Zumindest die ersten haben das gehabt, die letzten, was sie gebaut haben, die haben ein bisschen mehr gehabt, aber das ist noch einer der ersten. Und die haben dann 18 PS. Und 18 PS, haben aber ganz normale H-Schaltung, Vierganggetriebe. Also, und wenn man mal Gas hat, Gas gibt und auch, sage ich mal, die Strecke lang genug ist, dann kommt er auf seine 100, das ist auch kein Problem. Karl-Heinz, jetzt hier dein erster Eindruck. Ja, also erster Eindruck ist natürlich klar, Größenunterschied ist natürlich schon enorm. Ja, sag mal 50 Jahre sind doch etliche Zentimeter gewachsen, der Fiat. Und natürlich schaut er etwas eleganter aus, hat die neuen Formen, aber das ist windschnittig, ganz klar. Fiat 500, sage mal, das haben sie ganz gut hingebracht, auch von der Seite her sieht er aus wie ein Fiat 500, ist einfach so, ja. Und wie gefällt dir das so, dieses elektrische Fahren? Du erlebst es ja gerade zum ersten Mal. Es ist, vom Fahren her ist es angenehm. Was gewöhnungsbedürftig ist, sind natürlich die ganzen Nebengeräusche, weil die sind anders wie beim Auto mit Motor. Aber ich sehe schon, das Beschleunigen macht dir richtig Spaß. Ja, das macht Spaß. Ich meine, ist doch ein kleiner Unterschied zu 18 PS. Man kann auch sehr sportlich fahren mit dem Auto, das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Haben wir jetzt aus dem Karl-Heinz mit seinem 500er Fiat, Baujahr 70, der Fiat, haben wir jetzt auch einen E-Auto-Fan gemacht. Wäre das ein Auto für dich? Oder? Ja, also ich glaube, ich könnte mich sehr gut mit sowas anfreunden, gerade auch für Kurzstrecken. Natürlich würde ich das nicht für den Urlaub hernehmen, weil das dann zu weit wäre, weil ich immer noch Probleme sehe mit Ladestationen auch im Urlaub, aber auch das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren verbessern. Trotzdem, das ist für mich ein super toller Kleinwagen für Kurzstrecken, für Stadtverkehr, wo ich sage, jawohl, der könnte bei mir in der Garage stehen. Also das finde ich jetzt wirklich sensationell, dass das erste Elektroauto, das der Karl-Heinz je in seinem Leben selber gefahren ist, auch ein Fiat 500 ist. Das ist reiner Zufall, dass das so gekommen ist. Das wussten wir vorher auch nicht. Aber das ist natürlich klasse, dass man mit dem Auto so viel Spaß haben kann, hätte ich nie und nimmer gedacht. Was kostet jetzt der 500e? Also, es gibt ihn ja mit zwei Motorisierungen, mit der kleinen, mit der 90 PS, 23 kWh Maschine. Da geht es los bei 23.500, abzüglich natürlich die üblichen 9.000 Euro, wie bei jedem anderen Elektroauto auch. Das hier ist die Luxusversion des 500er E, nämlich der La Prima mit allem drum und dran. Der kostet dann ein bisschen mehr, nämlich fast 10.000 oder ein bisschen mehr als 10.000, 34.000 und ein bisschen was. Natürlich auch wieder abzüglich der 9.000 an üblichen Prämien, Umwelt und Hersteller. Aber damit ist er in guter Gesellschaft, zum Beispiel wenn man die Preise vergleicht mit dem Honda E oder den Mini Cooper SE. Und egal, ob du jetzt hier den kleinen Motor nimmst oder die große Maschine, hier den La Prima, so oder so bekommst du mit dem 500er E ein sehr modernes, elektrifiziertes Stadtauto, ein sehr schickes Auto, ein Auto mit einer sportlichen Note, mit dem du wirklich Spaß haben kannst, egal ob du in der Stadt oder wie hier auf der Landstraße unterwegs bist und das vor allen Dingen diesen italienischen Charme hat, den dir kein anderes kleines Elektroauto bieten kann.